Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Harveys Neue Augen. Ach ja, ich wollte ja in eine Kantine. Ist es hier schon immer so ruhig gewesen? Oder ist es immer, weil ich raustappe? Okay, hier hinten haben wir Musik. Nee, ist das schon immer so ruhig gewesen? Krass. Weil ich hatte auch schon manche Spiele, da hat mir das Raustappen den Soundtrack abgeschossen. War es nicht sogar Harveys Neue Augen, bei dem mir das immer wieder passiert ist? Ich weiß es nicht. Freie Fläche. Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben. Kann ich das mitnehmen? Dieses Banner war eine Schande. Weg damit! Karma. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid. Ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Das geschah Birgit ganz recht. Unfähigkeit musste bestraft werden. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Ein Hirschmodell. Stachelschwein und Bär. Ups. Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Lilly liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Die Tiermotive waren für Lilly die aber selbst... Dann liefern wir erstmal den Hirsch ab. Und wie kommen wir an die Maske ran? Ist Birgit nun eigentlich mal fertig? Nein. Wie kommen wir an die Maske? Ich brauche einen Schraubenzieher. Wie komme ich an den Schraubenzieher? In der Kapelle habe ich erstmal nichts zu suchen, in der Kantine auch nicht. Lilly hatte die Oberin ließ, aber selbst die bekam...
hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lily hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lily. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. What? Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. So der Gedanke. Das heißt, ich muss das Rätsel mit dem alten Mann lösen. Und dazu brauche ich einen Schraubenzieher. Darf ich irgendwas Dünnes? Lily wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lily immer Angst und Bange. Alles klar. Bei den englischen Untertiteln wird mir Angst und Bange. Scheiße, wo kriege ich einen Schraubenzieher her? Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lily manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Wo in allen sieben Höllen kriege ich einen Schraubenzieher her? Kann ich irgendwas... Lily hatte gehört, in diesem Fall stimmt... Alkohol. Kann ich dem Bengel da Alkohol geben? Shawnee, Lily muss... Lily hatte... In die... Lily durfte... Was? Lily durfte nicht mit Sachen spielen, die sie in der Kapelle fand, aber das machte nichts. Sie hatte auch Spaß daran, das Brett einfach nur anzuschauen. Lily in die... Lily in... Lily in. Lily, nie im Leben hätte sie es übers Herz gebracht. Lily liebte dies. Nie im Leben hätte sie es übers Herz. Irgendwo musste ich, glaube ich, dieses Pferd aufhängen. Lily durfte la. Sie die. Lily liebt. Nie im Leben. Lily in. Lily. Aber es war kein Tier. Zum.
Was? Lilly wusste nicht viel über das lustig blinkende Gerät, aber es war kein Tier, zumindest keines, das sie kannte. Lilly wusste, dass es und wenn es Lilly durfte, aber das machte nicht. Irgendwo. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Versuchten ihn. Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Egal was. Ich war Tempel. Sie durchstreift mehr noch. Sie waren überhaupt erst diejenigen, die Zeiten zu Unzeiten machten. Und den ganzen Tag taten sie kaum etwas anderes, als Kirchenverschwörungen zu planen. Manchmal bereits zum Frühstück zwischen Nutella und Kaffeehaag. Du zerstörst die und ich eck und wo. Aber die niemand. Sonst, falls es sich. Es gibt sie. Lilly Waba. Okay, der ballert jetzt weiter durch den Boden. Scheiße, wo kriege ich denn den Schraubenzieher her? In der Kantine? Da geht's zum Brunnen, da geht's in eine Kapelle. Du wirkst so, ist irgend... Lilly hätte... Ich mach... Zusammlung. Da fehlt mir halt noch wütend. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen Shibuya gespielt. Power! Riot Girl rules! Shing! Shing! Ah, vielleicht führt mich das weiter. Miyoroshi Glitzerschein! Miyoroshi Glitzerschein! Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima! Riot Girl rules! Shing! Shing! Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie. Genau. Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oder das Finanzsystem. Nieder mit den dunklen Mächten. Sie sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Schau dir ihr Gesicht an. Typisch. Wir sind ihr wohl zu extrem. Sind wir ja auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules. Sching! Und wehe, du sagst jetzt, du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen. Oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh, dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny. Nieder mit den dunklen Mächten. Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpfen wir auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Du kannst uns gerne dabei helfen. Nieder mit den dunklen Mächten! Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt weiß ich nämlich, wie es weitergeht. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die...
Da hätten sie die Animation anders machen können. Und er ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steht er doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Ich freue mich. Ja, zum Glück gibt es hier diesen Ofen. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Ich weiß, was gleich kommt. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. So, und mit der Haarnadel kann ich jetzt auch die Masken abschrauben. Perfekt. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Oh, ich muss mal was trinken. Ich muss mal meinen Saft schütteln. Also, ich habe hier eine Flasche OSC. Ah, so. So, und jetzt kann ich auch in Klosterflur, Klosterfrau Melissengeist, und, ey, hier, wütende Maske. Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Ist das die richtige Reihenfolge? Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach. Das erste E steht für Emotion. Ah, Obst zuerst. Es zeigt mir, ob ich in der... Das zweite E... Anstellung. Das dritte E... Um mich... Essen, okay. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind genauer gesagt beantwortet. Ja. Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Erfolg, genau. Gedächtnisstütze. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe. Inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt
unbedingt mal erzählen. Sehr schön. Ja, den Erfolg habe ich jetzt erst bekommen, auch wenn ich das Spiel schon mal durch hatte. Weil ich damals halt, wie gesagt, aus Versehen auf Skip oben rechts gedrückt habe und damit das Rätsel verkackt habe. So. Damit haben wir dieses Rätsel gelöst und die heutige Folge leider auch schon beendet. Ich bedanke mich deswegen bei euch mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.